So, das war die zweite Runde der Platzierungs- und Endspiele. Es spielen jetzt auf Feld 1 SWS Ravensbrücker Wiesel gegen 1. PC Untergemüse Friedensstube. Und auf Feld 3 der Wiener Teufelsdorfer 1 ab den anderen Mannschaften davor Pauli geboten. Ihr werdet jetzt geehrt mit einer Medaille. Wir wünschen euch dann auch für die Zukunft weiterhin viel Erfolg im Sport, aber auch in der Schule. Und wir hoffen, dass wir dann auch die Norddeutsche Grundschule im nächsten Jahr dann wahrscheinlich etwas wiedersehen werden. Also nochmals herzlichen Glückwunsch der Norddeutschen Schule. Ja, die eine Mannschaft belegte den 7. Platz und die andere Mannschaft war nur kurz weiter. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum ersten Spielfest der Grundschulen in Zweifelderball und Mini-Handball.
ausgerichtet vom SV Post Telekom Schwerin, dem SV Grünwald Schwerin in Unterstützung des Sportgymnasiums. Bei mir habe ich die Vertreter des SV Post Telekom Schwerin, Christian Blank, und vom SV Grünwald Schwerin, Joda Wenk. Und da frage ich mich, was ist hier heute passiert? Christian und ich machen beide dieses Jahr ein FSJ im Sport. Und da ist Bestandteil, ein Projekt zu gestalten, zu entwerfen, durchzuführen. Und das Minispielsportfest war unser Projekt. Christian, wie kam man auf diese Idee, Mini-Handball, zwei Völkerball? Ja, also es ist so, es wird alles Mögliche in Schwerin gemacht. Es werden Fußballspiele veranstaltet, Hallensportfest für die Leichtathleten natürlich, dann Ball über die Schnur für die Volleyballer. Aber für Handball gab es nie irgendwelche Sichtungsspiele, wo man auch mal gucken konnte, hier, der gefällt mir, den holen wir zu unserem Verein. Ja, wir brauchen unbedingt Leute. Darum haben wir uns das gedacht, ist eine gute Sache. Wer war denn hier, um hier heute zu sichten? Ja, eigentlich die Trainer, die bei uns auch im Verein die Jugendarbeit machen, also E- und D-Jugend, so in dem Bereich. Axel Stark, Carsten Buchholz, die Leute. Und bei euch, wer ist da gekommen, um zu sichten? Da waren Rüdiger Borchert da, Herr Sabelus war da, unter anderem auch ich. Bin auch durchgegangen, und Katja Blöcker hat auch sehr doll dabei geholfen zu sichten. Wie lange hat es gebraucht, so ein Turnier vorzubereiten? Oh, ewig. Ich glaube, wir sitzen seit mindestens einem halben Jahr da dran, haben fast wöchentlich AGs gehabt. Und ja, also es war sehr aufwendig, aber ich hoffe, das hat sich gelohnt. Hoffen? Hat man noch keinen Eindruck, wie das Turnier gelaufen ist? Doch, ein paar Resonanzen hat man schon eingefangen, und die waren auch sehr positiv. Und ja, das ist dann schon so ein kleines Lob. Man kann stolz sein, was wir beide zusammen gemacht haben, mit der Hilfe von vielen anderen Leuten. Und ja. Du sagtest vorher, ihr macht ein FSJ-Jahr. Wann beginnt das, beziehungsweise wann hört es auf, und was kann man noch von euch beiden erwarten? Ich persönlich habe mein FSJ am 1. September angefangen, und das geht dann bis 31. August diesen Jahres, also ein Jahr. Ich glaube, Christian hat ein bisschen früher angefangen. Ja, genau, ich habe schon im August angefangen, mache also nur noch bis Juli. Ja, habe also ein Jahr, einen Monat früher Schluss, sozusagen. Also war das quasi sowas wie euer Abschlussprojekt? Ja, wir haben halt drauf hingearbeitet. Man macht ja halt alles Mögliche im FSJ. Das ist unser Jahresprojekt gewesen, und für mich ist Schluss. Ich habe jetzt noch ein bisschen Urlaub. Muss noch ein bisschen was für den Verein machen und dann. Ja, sprachtet an, ihr seid beide in Schweriner Vereinen aktiv. Wie geht's mit euch weiter? Vielleicht fange ich mit Joda an. Ich habe vor, in Rostock Lehramt Sportgeschichte zu studieren. Ob das klappt, weiß ich noch nicht. Lasse ich mich überraschen. Auf jeden Fall was in die Richtung Sport ist schon so mein Ziel. Und ja, mal gucken, wo es mich so hintreibt, ob ich hier bleibe. Ja. Also es ist noch nicht sicher, dass wir dich nächstes Jahr wieder in Schwerin Handball spielen sehen. Also ich würde sehr gerne weiter hier spielen, weiß jetzt allerdings nicht, wo ich hinkomme und ob das denn zeitmäßig so hinhaut alles. Aber sehr gerne würde ich hier bleiben, ja. Und wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich wurde schon verabschiedet von der Bundesliga. Ich gehe nächstes Jahr nach Hamburg, werde auch studieren, Technische Informatik als Studiengang. Ja, und werde dann bei Norderstedt spielen, da in so einem Zusammenschluss aus Hamburg und Schleswig-Holstein in der Liga. Genau. Ja, dann bedanke ich mich bei beiden, dass ihr zur Verfügung gestanden habt für dieses Interview, und wünsche euch noch viel Spaß beim Rest des FSJ-Lars.